Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Der Chat ist auch live mit bei, also ich mache das auch gleichzeitig im Livestream. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir wollen jetzt Eivor auspacken in männlich mit der Schatzkiste, wo der Code mit bei ist für extra Tattoos. So. Mal gucken, was der Chat schreibt. Finde sie auch etwas klein. Und die Oberfläche vom Gesicht kommt sehr billig rüber. Nee, nee, nicht billig. Also die kommt, ich zeige euch die noch mal kurz für den Stream. So. Sie schreit halt, also das Licht ist jetzt wegen dem Licht so ein bisschen. Aber sie ist halt vom Style her, sieht sie sehr realistisch aus. Aber kommt vom Style halt her, kann aber auch sein, dass es nur mein persönliches Empfinden ist. Vom Style her erinnert es mich eher an die Kinofiguren. Die sehen ein bisschen anders aus als die Figuren zum Spiel. So. Aber scheint wohl gut zu klappen, also können wir so das Unboxing der PS5 dann auch machen. Kamera unscharf. Ja, das ist wegen dem Licht gewesen. Ich zeige euch die Figur nochmal. So, jetzt müsstet ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Muss nochmal auf Live gucken. Ich hinke ein bisschen hinterher. So, aber jetzt packen wir mal richtig aus. Den Eivor. Die kommen im Regal auch hier oben. Gleich über mir, also praktisch da oben hin. Ah, hier. Und das muss ich so machen, dass man das nicht sieht. So. Das sind die extra Tattoos. Die wir dann zur Verfügung haben. Und der Code steht halt auf der Rückseite, das verdecke ich gerade. Wir können das ja mal zum Spiel dazu packen. So. Ich werde die Videos dann auch gleich. Ah, hier schön. Schöne Landschaft im Hintergrund, sieht toll aus. Ich werde dann auch gleich die Videos auf den PC übertragen, mir Essen und Trinken raussuchen und in der Zeit das Spiel installieren. Müssen wir mal gucken, was die Zeit sagt heute. Weil ich will unbedingt die Videos zuerst bearbeiten. Aber die können ja bearbeiten, während ich streame. Das ist ja nur kein Problem. Wenn mein PC das mitmacht, dann muss ich überprüfen. Wenn ich streame, ich über die PlayStation. Dann können wir vielleicht mal kurz reingucken. Ich werde aber, bevor ich anfange zu streamen, ich werde die Codes natürlich vorher alle einlösen. Das ist klar. Das mache ich nicht im Stream. So, jetzt haben wir hier ganze Plastik zusammen. Dann können wir das hier gleich mal wegdonnern. So. Zeigt das schon zugemacht. Moment, ich muss das nochmal aufmachen. Ah, da ist eine andere Axt mit bei. So, der Stream wird auch gleich damit bei sein, wenn wir die
Figuren an ihren Platz stellen werden. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Ohne offenen Mund, etwas nachdenklich. Sieht sehr schön aus. Die sieht sehr schön aus. Also die gefällt mir gut. Auch vom Style her finde ich, erinnert es erinnert mich vom Style her nicht an eine Assassin's Creed-Figur vom Spiel, sondern eher irgendwie an die Kinofilmfiguren. Was jetzt nicht negativ ist, weil die sind sehr detailliert. Man sieht so ja Narben hier auf der Haut. Ich mach das mal so, dass ihr das. Also ich mach mal kurz Licht so aus. Dann könnt ihr das besser sehen. Ja. Hier hält er dann seinen Helm. So, jetzt für euch. So, das ihr seht. Ah, der Akku ist auch gleich leer. Und da ist die Schatzkiste. Hier ist er drauf. Mit einem Fuß. Wisst ihr, an was mich die Bodenplatte erinnert? Erinnert mich auch an den Film, als wenn man dann zwei Figuren zusammenstellen kann. Aber die gehen ja hier gar nicht zusammen. Also von der Bodenplatte her. Ja, ich habe beide Eieros jetzt. So. Aber die Axt müssen wir noch in seine Hand packen. Wie kriegen wir jetzt die Axt in seine Hand rein? Da hätte eine Erklärung wäre nicht schlecht gewesen. Und die auseinanderziehen? Nö. So, vielleicht den Daumen so ein bisschen wegbiegen. So. Ubisoft, beim nächsten Mal bitte eine Erklärung. Ich komme mir vor, als wenn ich ihm die Hand brechen muss. Kriege ich nie durch. Wenn ich die Axt so durchschiebe. Ja, so geht's. Oh Gott. Also nicht den Daumen wegdrücken, sondern von oben einfach rein. Früher waren auch mal Anleitungen mit bei. So. Puh, jetzt haben wir sie fertig. Hier hält er die Axt. Sieht geil aus. Sieht richtig, richtig geil aus. Für euch auch nochmal. Wartet. Oh Gott. Nicht wundern, ihr seid jetzt über Kopf. Ich muss. Der Schwanenhals, den muss ich erstmal richten. So. Da ist die Figur. Sieht echt geil aus. So, jetzt mache ich für das Video erstmal Schluss. Ich stelle mal hier die kurz so hin. So. Von euch verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde jetzt Assassin's Creed installieren, die Figuren hinstellen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.